Die lässt sie im Inventar. Was hat sie vor? Warum lässt sie die Fehler im Inventar? Nein, sie packt sie doch weg. Sie hat sie wahrscheinlich einfach nur wieder übersehen. Jetzt will sie mich küssen oder doch nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie hat Angst, weil das Mikro direkt in meinem Mund ist. Naja, wollen wir nicht so sein. Speicher einmal. Du hast die Höhle überlebt. Was schon eine sehr große Sache ist für dich. Und ja. Weiter geht's. Nein, die Monster, das dauert, bis sie tot sind. Vor allen Dingen, wenn die im Wasser sind, dann verbrennen die nicht. Das weißt du doch eigentlich. Du solltest jetzt nicht da hinten hinlaufen, wo noch ein Creeper ist und wo zwei Zombies sind. Der Creeper kommt jetzt nämlich auch auf dich zu, weil der dich gesehen hat. Überlebt sie die Zombies, oder nicht? Jetzt, links, links, und sie hat es überlebt, die Zombies sind K.O. Was eine Leistung von dieser Frau. Sie läuft jetzt hoch, sie regt sich darüber auf, dass ich so kommentiere, wie ich kommentiere. Sie sollte mal wieder was essen und sie hat zweimal Leder bekommen. Mit tief aus den Federn kannst du Pfeile bauen, das weißt du eigentlich auch. Brauchst du für Pfeile? Ja, den Bogen musst du ja dann auch noch bauen. Schnüre hast du und Stiglis hast du. Du brauchst mal wieder was zu essen. Du hast nur noch einmal zu essen zu Hause. Oder da. Gut, du hast es dabei. Du schmeißt es weg. Bist du doch Vegetarier? Ich weiß es nicht. Du solltest dir vielleicht nochmal ein guter Rat, weil das Weizen wächst sehr langsam. Vielleicht solltest du dein Weizenfeld ein bisschen erweitern und dir nochmal ein paar Samen holen. Habe ich auch im anderen, also im Let's Retro gemerkt, dass das Weizen so sehr langsam wächst. Da hast du das. Die Samen kommen aus dem Rasen. Da sind nochmal welche, die runtergefallen sind. Holst du sie? Ja, du holst sie. Sehr schön. Kommen noch Samen oder kommen keine Samen mehr? Der weiß das schon. Da hat sie nochmal einmal Samen. Noch zwei Samen. Sie sammelt Samen. Und jetzt ist leider ihre Feldhacke schon wieder weg. So, dann kannst du jetzt das Feld um 5 erweitern. Also 3 Erdblöcke brauchst du noch für da, zum dahinbauen. Du solltest da nicht drüber laufen. In den alten Versionen ist trotzdem manchmal nicht gut. Ja, du brauchst eine neue Feldhacke. Und da ist die nächste Feldhacke. So, du kannst jetzt noch ein paar Samen holen, so bis die halb kaputt ist und dann könntest du, ja, dann kannst du mit dem Rest nochmal Erde klatschen. Wenn du weißt, was ich meine, mit Erde klatschen. Erde klatschen, hör auf. 7 Samen, sehr viel. Nein, nicht mehr, sonst brauchst du gleich eine neue. Kannst du jetzt noch ein bisschen Erde hinmachen. Drei Erde kannst du noch machen. Und dann hast du ein etwas größeres Weizenfeld auf jeden Fall schon mal. Das war jetzt nicht so gut. So. Eins, zwei, drei und damit hast du schon mal ein kleines Weizenfeldchen hier. Nein, keine Tiere sind da. Sie brauchen Nahrung, doch sie findet keine. Was tut sie jetzt? Ja, sie verzweifelt langsam. Sie hat Hunger. Sehr viel Hunger. Sie holt Lava, was ihr gar nichts bringt, weil da kaum Lava ist in ihrer Nähe. Aber das ist egal. Hauptsache, sie hat ihre Lava. Sie will einen solchen Lavasee machen, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Mit Wasser geht es, aber mit Lava geht es, glaube ich, nicht. Probieren wir es aus. Das waren jetzt ihre Worte. Nachher sind ihre Worte. Boah, das hättest du mir doch auch eher sagen können, dass das nicht geht. Nein, die legen keine Eier. Und sie verlieren nur Federn.
Nein, das einzige zu essen kriegst du von den Schweinchen. Aber Grunzi muss leben. Lebe vegetarisch von Weizen, wenn es mal gewachsen ist irgendwann. Du kannst dir noch Kühe schlachten und Leder holen und dir eine Lederrüstung machen. Was tut sie jetzt? Sie macht sich noch mehr Fackeln, weil sie ja nur 6 hat. 22 Fackeln sollten genügen. Sie läuft langsam den Berg hoch. Geht in ihre komisch selbstgebaute, gefundene Höhle rein, die super überhaupt nicht ausgeleuchtet ist. Sie hat keine Angst, denn sie hat keine Angst. Aber nichts und niemand findet sie da. Es ist nichts da. Keine Kohle, kein Eisen, nur Stein und Erde. Sie baut zu. Aber warum? Damit keine Monster kommen. Ach so, ach so. Ja, das ist genug, dass da keine Monster durchkommen. Und was tut sie jetzt? Wovon hast du nicht genug? Rede lauter. Du musst laut und deutlich reden, sonst geht das nicht. Du hast keine Spitzhacken dabei. Das ist natürlich schade. Und denk dran, sobald du Gold oder so findest, brauchst du eine Eisenspitzhacke. Ich weiß. Aber ich wollte dich nur daran erinnern, bevor ich hinterher wieder schuld bin, falls es doch nicht geklappt hat. So wie sonst immer. Ja, sie gräbt sich in die Tiefe. Immer tiefer und tiefer und tiefer. Immer tiefer. Wir sind mittlerweile bei der dritten Folge. Es ist, glaube ich zumindest, ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel, was wir hier aufnehmen. Und da habe ich gerade irgendwas gehört, ich weiß nicht was, weil ich nicht aufgepasst habe. Es könnte sein, es könnte auch was anderes gewesen sein. Okay, du gehst vorbei. Ich erzähle sofort wieder was. Es ist spannend, wie sie die Steine abbaut. Jeder Sportkommentator wäre neidisch, so etwas kommentieren zu können. Dieses Abbauen von Steinen in diesem Account. Was möchtest du machen? Es gibt noch keine Strohballen, die gibt es, die sind relativ neu. Da ist da links eine Höhle? Ja, da ist eine Höhle. Wird sie reingehen oder nicht? Es ist keine Schlucht, es ist eine Höhle. Geht sie rein oder geht sie nicht rein? Sie hat fast kein Ich weiß zwar nicht, was sie mit meint, aber sie hat fast kein Wenn ihr wisst, was sie mit meint, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, was alles sein könnte. Und da muss sie wieder lachen. Sie macht sich eine Spitzhacke. Nein, für Eisen brauchst du keine Eisenspitzhacke. Wie willst du sonst Eisen an Eisen kommen? Und womit hast du gerade dein Eisen abgebaut? Ja, das ist schon schlimm, wenn du sowas sagst, ne? Ja. Man merkt, jetzt weiß sie nicht mehr, was sie tun soll, wie man ein Crafting-Table abbaut und sie, ich glaube, sie hat gerade einen Lachflash und das endet in einer Katastrophe. Was tut sie jetzt? Sie ist bereit. Also, ich meine, sie ist die Einzige, die das sagt, aber sie ist bereit. Ich sage, sie wird es nie sein. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung, die bei ihr eh nicht zählt. Das ist Gravel. Du kannst dich auch einfach hier runterbauen. Genau so. Das reicht schon. Und du solltest da unten jetzt mal Fackeln setzen. Fackeln. Keine Feldhacke. Das ist was anderes. Eine Fackel leuchtet, eine Feldhacke nicht. Und da ist Eisen, aber sie hat es übersehen. Oder nicht? So, der Strom ist fast leer. Und
Ich werde jetzt mal ganz kurz für sie nur die Höhle ausleuchten, bis sie den Strom angeschlossen hat. Ich platziere hier oben eine Fackel. Sie rastet deshalb aus. Ich speichere mal kurz den Spielstand. Sie haut gegen mich. Sie kitzelt mich aus. Und wenn jetzt der Ton mal wieder scheiße ist oder jetzt scheiße ist, dann scheiße war oder scheiße ist, dann liegt es nicht an mir, sondern an ihr. Dann könnt ihr euch bei ihr melden. Sie leuchtet weiter aus. Sie mutiert zur Ausleuchterin 2.0. Ich höre nirgends ein Monster, aber da ist sehr viel Eisen. Sie gräbt sich durch das Eisen. Kein Monster ist in Sicht. Oder planen sie einen geheimen Hinterhalt? Wer weiß das schon? Sie baut das Eisen ab, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und auch keinen Übermorgen mehr. Und auch keine 10 Minuten mehr. Sie flüchtet schlagartig von dem Platz in die andere Richtung. Ist dort irgendwas? Die Höhle geht tiefer. Fällt sie runter oder baut sie sich runter? Schafft sie es nicht runterzufallen? Nein, sie baut sich runter. Sie hat es geschafft. Sie hat richtig überlegt und sie tut etwas Richtiges. Sie setzt einen Dirtblock, kommt runter und sieht nur, die Höhle geht noch weiter. Sie möchte Lava haben. Jetzt muss sie aufpassen. Es geht immer tiefer in die Tiefe. Was ein tolles Wortspiel. Sie baut da vorne alles zu. Warum auch immer. Sie hat alles zugebaut. Was tut sie jetzt? Setzt sie erst eine Fackel? Ja, das tut sie. Es sind keine Monster zu hören. Es ist nichts zu hören. Weder Lava oder Wasser. Noch Monster. Es ist ruhig. Zu ruhig. Ist etwas in der Stille? Oder ist dort nichts? Sie fällt runter, bricht sich das linke Bein. Was macht sie jetzt? Mit einem Bein rettet sie sich weiter in die Höhle hinein. Weiter hinab, Richtung Boden. Ich höre Wasser. Jetzt nicht mehr. Irgendwo ist Wasser. Aber ich kann es nicht sagen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sie weiß nicht, was sie jetzt tun soll. Die Spitzhacken sind nicht mehr so viel da. Ja, ich höre Wasser. Es wird lauter. Es wird um dich herum irgendwo sein. Es ist jetzt relativ laut. Setz mal eine Fackel. Ja, und jetzt mach weiter. Ich weiß nicht, in welche Richtung du dich graben musst. Da ist Gravel. Was tut sie? Und wird sie jemals den Ausgang finden? Spannende Fragen. Sie baut sich jetzt wieder mit ihrer Spitzhacke runter. Merkt nicht, dass sie da nie mehr zurückkommt, weil sie sich schon zu tief gebaut hat, weil er jetzt ein Zweier Vorsprung ist. Jetzt kann sie runtergehen. Das Wasser scheint weit eher rechts zu sein oder eher weiter oben. Ich weiß es nicht genau. Es ist still geworden. Das Wasser. Es ist weiter oben, das Wasser. Aber du hast Eisen gefunden. Das ist das schon mal was. Sie gräbt es. Sehr, sehr interessant. Ein paar Minuten hast du noch in dieser Folge. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob oben, unten, rechts oder links. Ich weiß nur, es ist irgendwo in der Nähe. Sie bohrt sich durch die Erde. Hat keine Schippe, muss sich mit ihren Händen und Gravel durch die Erde graben. Es ist leiser geworden, das Wasser. Es wird wahrscheinlich auf dieser Höhe oder etwas höher sein. Jetzt gräbt sie sich weiter in diese Richtung. Das Wasser wird leiser. Vielleicht ist es über ihr, vielleicht ist es da vorne irgendwo. Man weiß es nicht. Wo ist das Wasser? Und was ist bei dem Wasser? Da ist Wasser, da ist eine Höhle. Ist es die Wasserhöhle oder ist es nicht die Wasserhöhle? Sie setzt eine Fackel oder auch nicht.
Sie weiß es nicht, sie ist unentschlossen. Soll sie runtergehen oder nicht? Sie tut es, aber eigentlich will sie es nicht. Warum spielst du dann dieses Spiel? Ach, du willst es doch selber spielen. Sie baut Kohle ab. Sehr, sehr interessant. Nein, hier ist kein Wasser, aber du hast eine Höhle gefunden, immerhin etwas. Und der Höhlensound ist wieder da. Nein, es ist nur der Höhlensound. Ja, das tust du. Wird sie jemals aus der Höhle rausfinden? Glaubst du, du findest sie jemals aus der Höhle wieder raus? Nein? Warum nicht? Weißt du nicht. Super. Was glaubt ihr? Findet sie jemals aus der Höhle wieder raus? Oder wird sie für ewig unten bleiben müssen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich höre nichts mehr. Eine tiefe Höhle. Was wird da unten sein? Langsam baut sie sich ihren Weg runter in diese Höhle. Lava, da ist Kohle. Da unten ist es hell. Das ist ein Zeichen für Lava. Und da ist Lava. Jetzt muss sie sich nur noch runterbauen. Wird sie jemals die Lava erreichen? Oder wird sie auf dem Weg dahin bitterlich sterben? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Denn unsere Zeit ist jetzt schon wieder rum. Oder auch noch nicht ganz. Aber die Folge wird jetzt etwas kürzer sein. Denn wir machen jetzt eine kurze Aufnahmepause. Und wir wollen die Spannung behalten. Für die nächste Aufnahme. Wenn es dann wieder heißt, Let's Play Together Minecraft. Und dann geht es darum, kriegen wir genug Lava für unseren Lavasee um das Haus herum? Oder werden wir es nicht schaffen? Und wird sie jemals aus der Höhle herausfinden? Oder wird sie es nicht? Und wird sie noch in der Lage sein aufzunehmen? Oder wird sie einen Lachflash haben und nie wieder Computer spielen können? Wird sie das Headset in Ruhe lassen? Oder wird sie es mit ihren Füßen kaputt treten? Ich danke euch, dass ihr zugesehen habt, auch wenn die Folge jetzt etwas kürzer war. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Guckt auf unsere Homepage. Bitte, wenn ihr das Video mögt, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und schreibt in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt. Verbesserungsvorschläge. Kritik ist immer sehr gerne gesehen. Egal ob positive oder negative. Und bitte, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Let's Play Together Minecraft. Und jetzt, möchtest du noch irgendetwas sagen? Nein, möchte sie nicht. Also, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.